Ja, warum gibt es Beziehungsprobleme? Wenn man die Frauen fragt, dann sagen sie: Männer sind Schweine. Männer dagegen behaupten: Ja, Frauen sind keine Aber wer ist denn wirklich schuld, dass die Beziehung nicht läuft? Man liebt sich doch und eigentlich sollte doch alles perfekt laufen. Ganz am Anfang eurer Beziehung lief bestimmt alles perfekt und ihr wart überglücklich. Irgendwann, nach Monaten, hat sich das alles so ein bisschen eingefahren. Es kamen die ersten Streitereien und irgendwie hört es nicht mehr auf. Warum versteht man sich am Anfang der Beziehung so blendend und warum scheint alles so perfekt? Am Anfang einer Beziehung lernen sich zwei Menschen erst so richtig kennen. Am Anfang trauen sie sich vielleicht noch nicht zu sagen, wenn ihnen was stört, und akzeptieren es, respektieren es und denken sich: Okay, ich halte jetzt einfach meinen Mund. Irgendwann kennt man sich aber so gut, dass man dann sich traut, etwas zu sagen, und dann fängt es an, dass man diese Probleme anspricht und versucht, diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Das Problem ist aber auch, dass vor allem Frauen den jetzigen Freund mit dem Ex-Freund vergleichen. Und wenn es dann Dinge gibt, die zum Beispiel der Ex-Freund getan hat und der jetzige Freund nicht, dann denkt sie sich: Okay, mein Ex-Freund hat das gemacht, warum macht er das nicht? Und dann versucht die Frau, den jetzigen Freund so umzustimmen, damit er genau für sie passt. Was viele nicht verstehen, ist, dass jeder Mensch anders ist. Es sind nicht nur Frauen, die so denken, aber die meisten Frauen, die in den letzten Jahren zu mir gekommen sind, haben genau diese Gedanken gehabt. Und genau das ist auch ein großes Problem. Natürlich sind Frauen nicht alles schuld. Männer verstehen einfach nicht, dass Frauen Liebe brauchen. Sie brauchen Wärme. Sie wollen umarmt werden, geküsst werden, wollen kuscheln. Deshalb gebe ich als Tipp für die Männer da draußen: Nehmt eure Freundin öfters in den Arm, küsst sie, zeigt ihr, dass ihr sie liebt und sagt es ihr auch. Frauen wollen die Sicherheit und die Bestätigung, dass der Partner sie wirklich liebt und für sie da ist. Um nochmal auf die Streitigkeiten in einer Beziehung zurückzukommen: Es ist so, dass die meisten Beziehungen daran kaputt gehen, weil sie sich eben zu oft streiten. Zu oft streiten wegen Kleinigkeiten. Es sind meist wirklich Kleinigkeiten, wofür man sich streitet. Und im Endeffekt ist es vielleicht so, dass am Anfang der Beziehung noch kein Streit vorhanden ist. Irgendwann streitet man sich leicht und irgendwann wird es auch immer stärker, weil man sich ja besser kennt und dann irgendwann der Respekt auch weniger wird. Aber genau das ist der Fehler. Die meisten Menschen, die sich näher kennenlernen, ja, denken, die könnten sich mehr erlauben, und bei einem Streit zum Beispiel fangen sie an, den Partner zu beleidigen, und dann verliert man immer mehr an Respekt. Wenn ein Partner dich beleidigt, irgendwann beleidigst du zurück, und so ist es immer ein Hin und Her. Oft ist es dann so, dass man nach wenigen Minuten, nach wenigen Stunden oder vielleicht auch nach Tagen sich wieder verträgt und alles wieder gut ist. Das Problem ist, dass die Beleidigungen und die Worte, die man zu dem Partner gesagt hat oder die man gesagt bekommen hat vom Partner, ja, immer noch im Unterbewusstsein gespeichert sind. Das heißt, man denkt unbewusst an diese Worte und dadurch verläuft die Beziehung auch nicht mehr so harmonisch, weil man immer diese Beleidigungen oder diese Unterstellungen, die man im Streit gesagt bekommen hat, im Kopf hat, und dadurch fangen die ersten Zweifel an, ob die Beziehung noch Sinn macht. Das passiert alles unbewusst, aber das, was wir unbewusst tun, hat auch Konsequenzen darauf, was wir bewusst tun. Als kleines Beispiel: Wenn ein Partner zu dir sagt: Ich hasse es, wenn du deine Socken herumliegen lässt und ich sie wegräumen muss. Dann kommt der Tag, an dem dein Partner die Socken am Boden liegen lässt und du denkst dir: Okay, jetzt gebe ich einen zurück. Und so voller Zorn und so voller Macht, weil du weißt, du bist im Recht, versuchst du dann, deinen Partner zu erniedrigen und sagst es dann mit einem aggressiven Unterton: Ich soll die Socken aufheben, ne? Aber du? Guck, du machst es selber. Und dann fängt es schon an, dass man gegenseitig einen Wettkampf veranstaltet, den es eigentlich in einer Beziehung nicht geben darf. In einer Beziehung sollten beide Personen miteinander und gemeinsam etwas erreichen, etwas schaffen und sich gegenseitig helfen. Noch ein großes Problem ist, dass unsere vorherigen Beziehungen uns sehr stark prägen. Wenn wir beispielsweise von unserem Ex-Partner verletzt wurden oder uns unser Ex-Partner betrogen hat, dann denken wir ganz anders über Vertrauen nach und haben es dann auch sehr schwer, überhaupt einen Menschen zu vertrauen. Wenn man sich dann in eine Beziehung begibt und am Anfang natürlich noch nicht zugeben möchte, dass man sehr eifersüchtig ist, dann ist das noch kein Problem. Das Problem ist aber, dass sich das alles aufstaut und du dir denkst: Liebt er mich wirklich? Kann ich ihm vertrauen? Was macht er, wenn er bei WhatsApp online ist und nicht sofort zurückschreibt? Und, und. Irgendwann traut man sich vielleicht mal, den Mund aufzumachen, und dann gibt es kein Entkommen mehr. Dann wird man so extrem eifersüchtig, dass man den Partner dann wirklich schon nervt und wirklich Unterstellungen macht, und irgendwann hat der Partner auch keine Lust mehr darauf. Das Problem ist, die meisten Menschen denken: Okay, wenn ich kein Vertrauen habe oder sehr eifersüchtig bin,
dann bin ich es schuld, ich muss etwas dagegen tun. Das stimmt auch teilweise. Aber wenn dein Partner merkt, beziehungsweise wenn du merkst, dass dein Partner sehr eifersüchtig ist und dir kaum vertraut, dann zeig ihm oder ihr, dass sie dir vertrauen kann. Steh zu deinem Partner und gib ihm das Gefühl, dass er wirklich der einzige Mensch ist, mit dem du zusammen sein möchtest. Denkt einfach dran, ihr liebt euch und ihr solltet zusammenarbeiten. Ihr solltet zusammen euch gegenseitig unterstützen und nicht bekriegen. Auf dieser Welt läuft schon vieles verkehrt und das Leben ist auch nicht einfach. Wenn ihr euch noch das Leben schwer macht, dann wird es noch schlimmer. Also, nehmt euch in den Arm, gebt euch einen Kuss und vergisst diese Kleinigkeiten und die alten Sachen, denn ihr müsst nach vorne schauen und solltet nicht einfach die alten Sachen immer wieder neu auftischen, nur um irgendwas zu bestätigen, dass er mehr falsch gemacht hat oder sie mehr falsch gemacht hat. Ihr macht beide Fehler und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr müsst einfach lernen, euch wieder zu vertragen und einfach die Kleinigkeiten aus dem Weg geht. Markiert euren Partner, damit er sich das Video anschaut und lernt, dass diese Kleinigkeiten doch nur Kleinigkeiten sind. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao. Ach ja, für die Leute, die Probleme in der Beziehung haben und Hilfe benötigen bei bestimmten Themen, zum Beispiel wie sie das Vertrauen zum Partner wieder aufbauen können oder gewinnen können, wie sie zum Beispiel auch den Partner dazu bringen, dass er nicht mehr so viel an der Konsole zockt und allgemein, wenn ihr die Beziehung verbessern möchtet, dann empfehle ich euch mein Buch, Der Beziehungsretter, und in diesem Buch sind so gut wie alle Probleme und Dinge, die es in einer Beziehung gibt, aufgelistet und genau beschrieben, wie ihr diese Probleme lösen könnt. Es sind dabei auch Übungsaufgaben und Tricks, um die Beziehung innerhalb von kurzer Zeit deutlich zu verbessern. Also, wenn ihr Interesse habt, dieses Buch gibt es aktuell auf Amazon. Ich danke euch, bis demnächst, ciao.